Seit 7 Jahren sitzt Ilham Tohti unschuldig in einem chinesischen Gefängnis. Für seinen immer friedlichen Einsatz für die Rechte seines Volkes wurde er von der chinesischen Regierung brutal zum Schweigen gebracht. Aber wir dürfen nicht schweigen, weil sein Schicksal steht für das Schicksal von Millionen von Uigurinnen und Uiguren, die systematisch unterdrückt, ausgebeutet, gefoltert oder interniert werden und deren kulturelle Identität systematisch ausgelöscht werden soll. Ich fordere die chinesische Regierung auf, endlich zu informieren über den Verbleib Ilham Tohtis und seine gesundheitliche Situation. Ich fordere die chinesische Regierung auf, Ilham Tohti bedingungslos sofort freizulassen. Und ich fordere alle demokratischen Staaten weltweit auf, alles zu tun, damit die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in Xinjiang verübt werden, nicht ohne Konsequenzen für die chinesische Regierung bleiben.